Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur analogen Fotografie, Handmade Photography. Mein Name ist Jens und heute geht es um genau drei Dinge. Erstens, soll ich mir altes Fotopapier kaufen? Ist das noch gut, wenn es auch abgelaufen ist oder 25 Jahre alt ist? Und wenn es nicht mehr gut ist, was kann ich dagegen tun? Wie kann ich es trotzdem verwenden? Den Fragen werden wir heute einfach mal auf den Grund gehen. Gehen nachher ins Fotolabor und schauen uns die Sachen mal live und in Farbe an. Mehr dazu nach dem Intro. Altes Fotopapier findet man oft auf eBay zu günstigen Preisen. Es steht oft dran, dass es als defekt verkauft wird oder ja, dass es eben schon lange abgelaufen ist. Man findet wirklich alles, also bis zu 50 Jahre altes Fotopapier oder eben auch Fotopapier von Agfa, von Kodak, Schwarz-Weiß-Papier, Baryt-Papier. Das ist Farbpapier, findet man auch zum Teil. Es birgt natürlich ein Risiko. Ja, man weiß nicht, ob das Fotopapier letztlich noch zu gebrauchen ist oder ob es irgendwann einfach auch ja, hinüber ist. Ich selber verwende jetzt seit circa drei Jahre abgelaufenes Fotopapier. Ich habe mir das am Anfang, wo ich wieder angefangen habe, mit der Dunkelkammerarbeit immer wieder auf eBay oder bei eBay Kleinanzeigen recht günstig gekauft und ich muss ehrlich sagen, in den meisten Fällen hat es funktioniert. Hier habe ich jetzt eine Packung altes Orvo Schwarz-Weiß-Papier. Der Vorteil ist, das ist Baryt-Papier, das ist kein PE-Papier und Baryt-Papier ist, wenn man es frisch kauft, relativ teuer. Ja, und ich habe hier immer wieder mal solche Pakete gekauft. Das ist jetzt 18x24 das Format und ich muss sagen, ich habe da recht viel Papier von gekauft, habe ein ganzes Konvolut, was weiß ich, 5, 6 Päckchen für ca. 20 Euro, also das waren schon gute Deals. Jetzt habe ich weiß gar nicht, wie viele von den Packen ich schon verbraucht habe, aber hier habe ich jetzt den ersten Pack, der wirklich eine starke Schleierbildung hat. Was heißt das? Wenn das Fotopapier alt wird, dann reagiert eigentlich, wie wenn das Papier schon mal belichtet wurde. Das zeige ich euch mal ein Beispiel. Ich habe hier, das war eins der ersten Bilder, die ich abgezogen habe. Das Bild ist ein 6x6 Bild und genau hier oben hört das Bild auf, aber ja, da war es abgedeckt, da hätte eigentlich eine weiße Kante zum Vorschein kommen müssen. Ich halte es mal näher an die Kamera, dann seht ihr das vielleicht. Ja, also so stark ist die Schleierbildung bei dem Papier, dass man kaum noch das Foto vom eigentlich weißen Rand unterscheiden kann. Okay, ich kann jetzt sagen, ich nehme die ganze Packung, schmeiße weg. Das habe ich mit einigen Packungen auch gemacht, weil die wirklich so unbrauchbar waren, dass wenn ich es auch nur ein paar Sekunden belichtet hatte, in den Entwickler getan habe, war sofort alles schwarz. Das tritt vor allem auf bei dem PE-Papier. Also das ist das Papier, was eine Kunststoffbeschichtung hat. Das ist eigentlich das modernere Papier. Baryt-Papier wurde, ja, sag ich mal, vor 1970 ausschließlich verwendet und ab 1970, wo es dann die PE-Papiere gab, also das ist nur eine Zirka-Angabe, hat man das Baryt-Papier an sich nur noch für künstlerische Geschichten benutzt, ja, oder vielleicht Leute, die auf den Look stehen. Also da hat man einfach gesagt, okay, Baryt-Papier ist einfach auch sehr schwierig zu verarbeiten, ja, der Prozess ist länger, man muss es länger im Entwickler lassen, dann muss man es länger im Fixierbad lassen und dann muss ich es natürlich auch länger danach spülen. Also so ein Baryt-Papier ist die Empfehlung, dass man das mindestens 20 Minuten einfach nochmal mit klarem Wasser nachspült. Also es ist eine sehr langwierige Verarbeitung. Dann gibt es Papiere, die sind sehr dünn. Ja, wenn man sie dann dann braucht man eine Trockenpresse, damit da halbwegs glatte
Ergebnisse rauskommen. Wenn man das an der Luft trocknet, einfach hinhängt, wie man es so gewohnt ist, an die Wäscheleine, dann zerknittert das sehr. Also da gibt es ganz abenteuerliche Geschichten. Also ich brauche auch noch eine Trockenpresse, ich brauche ein zusätzliches Gerät. All das sind Faktoren, die die Verarbeitung von diesen Barrettpapieren einfach schwieriger machen. Okay, PE-Papier, ganz einfach, das belichte ich und tue es in den Entwickler. Je nachdem, welchen Entwickler ich habe, ist es auch relativ schnell entwickelt. Und es reicht eigentlich, wenn ich das einmal, wenn ich das so 3 Minuten im Fixierbad habe und dann kann da eigentlich nichts mehr passieren. Wässern wird empfohlen 5-6 Minuten. Ja, und schon kann ich mein fertiges Bild zum Trocknen aufhängen. Braucht vielleicht 1 Stunde oder vielleicht auch 2 Stunden und dann ist es einfach fertig. Einfach Verarbeitung. Okay. Jetzt haben aber diese Papiere einfach den Reiz, dass sie besser aussehen. Also zumindest für meinen Geschmack. Und ich verwende die auch sehr gerne. So, jetzt habe ich neulich bei Photo Impex eine neue Chemikalie entdeckt. Und das ist hier dieser sogenannte Restrainer Neutralton. Neutral Tone heißt das. Das ist hier so ein kleines Fläschchen. Und das soll dieser Schleierbildung, die wir hier sehen, entgegenwirken. Wie das aussieht, werden wir gleich im Labor sehen. Da machen wir nämlich einen Vergleichstest. Bis gleich. So, wir sind jetzt im Fotolabor und ich werde mir jetzt ein Negativ raussuchen. Und zwar waren wir am Bodensee bei den Pfahlbauten und da habe ich ein schönes Bild gemacht mit der Mamiya 645. Ja, und dieses Bild möchte ich jetzt einmal vergrößern auf dem Papier, was eben einen Schleier hat, wo ich vorhin schon mal gezeigt hatte. Und dann probieren wir den Restrainer aus, den habe ich hier parat. Und wollen mal schauen, ob der Schleier damit weggeht oder nicht. Als erstes machen wir jetzt einfach einen Probestreifen. Ich gehe mal so vor, ich mache 1, 2, 3 Blendenstufen runter. Und gut, jetzt können wir den Empfänger immer an mit 3 Sekunden. Kommt mir manchmal immer noch so ein bisschen hell vor, aber wir werden gleich sehen. Ob das zu viel oder zu wenig Licht ist. Ich mache immer so 5 im ersten Schritt, 5 Abstufungen, manche machen mehr. Aber ich finde, das reicht. So, und hier der letzte. So, und hier sehen wir eigentlich schon, dass wir hier
circa, wie seht ihr das? Ne, das seht ihr nicht gut. Bin jetzt hier circa bei 6 Sekunden und dann müsste es eigentlich ganz gut hinhauen. Eher 5, alles andere ist zu dunkel geworden. Also, wir machen jetzt einmal ein Bild mit Restrainer und ein Bild ohne Restrainer und ein Bild mit Restrainer. Ich nehme jetzt einfach mal hier ein Papier raus, pack den Rest wieder gut ein. So, da haben wir circa 2 Milliliter. Und dann probieren wir einfach mal, ob das eine Auswirkung auf den Entwicklungsprozess hat. Ob das jetzt definitiv heller wird. Mal gut durchmischen. Wir werden sehen. Das ist das Bild ohne Restrainer. Und das hier ist das Bild mit Restrainer. Ich weiß nicht, ob ihr das über die Videokamera sieht, aber ich glaube, es ist ein Tacken heller. Hier seht ihr, die Häuser sind relativ dunkel und die sind hier doch deutlich, deutlich heller geworden. Kommen wir nun zum Fazit zur Verwendung des Mirth Restrainers. Sei vorweg gesagt, die Aufhellung durch den Restrainer von dem Orvo Fotopapier hat funktioniert. Es ist weniger Grauschleier zu sehen. Ganz weg ist er nicht. Aber ich habe auch die Mindestmenge von 2 Millilitern von dem Restrainer verwendet, die empfohlen wurde. Photo Impex empfiehlt, stufenweise bis zu 6 Milliliter hochzugehen, um den Effekt noch zu verstärken. Die Nachteile, die entstehen, sind, die Entwicklungszeit verlängert sich und natürlich wird der Kontrast auf dem Bild schwächer. Chemisch gesehen beinhaltet der Restrainer einen Bestandteil, der nennt sich Benzotriazol. Benzotriazol wird klassisch eingesetzt als Kühlmittel, als Frostschutzmittel und als Korrosionsschutz, zum Beispiel bei Kupfer. Ist nicht ganz umweltfreundlich, also man sollte, wenn man ein Entwicklungsbad mit dem Restrainer angesetzt hat, das natürlich auch entsprechend entsorgen, also bitte nicht in den Ausguss gießen. Das ist in der Kläranlage nicht abbaubar, das sei noch aus umwelttechnischen Gründen gesagt. Für mich hat das Experiment funktioniert, der Restrainer ist durchaus zu verwenden. Und ich werde auch weiterhin die Papiere, die bei mir eine Schleierbildung aufweisen, damit entwickeln. Ich habe jetzt noch Papiere, PE-Papiere von Tetinal, wo ich den Restrainer auch mal ausprobieren werde. Allerdings haben die eine sehr, sehr starke Schleierbildung. Da werde ich dann vielleicht berichten, was dabei rausgekommen ist. Beim Orvo-Fotopapier hat es wunderbar funktioniert. Ergebnisse seht ihr jetzt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, unterstützt mich, damit ich weitere Videos machen kann. Bis zum nächsten Mal.